Also es gibt Schmerzensgeld vom Deutschen Bundestag. Kann man ja mal einfordern. Das fordert auf jeden Fall eine Frau. Claudia Springer heißt die. Und sie konnte 5 Monate mit einem gebrochenen Arm nicht arbeiten. Und der Bundestag, der soll jetzt schuld daran sein. Die kleine Schneiderin gegen den großen Bundestag. Und um diese Stolperfalle geht's. Dieses offenbar falsch angebrachte schwarz-gelbe Sicherungsband an einem Messestand des Bundestages auf der Lifestyle-Messe in Hannover wird der Schneiderin Claudia Springer zum Verhängnis. Ich wollte den Stand praktisch besichtigen. Das war der Deutsche Bundestag. Und beim Eintreten bin ich praktisch gestolpert und richtig schön reingefallen. Also so ein Standbetreuer, der kam dann gleich angelaufen und half mir praktisch hoch. Und der sagte dann auch gleich, dass ich nicht die Einzige bin, die gestürzt ist. Es sind schon mehrere gestürzt. Also ich war die vierte jetzt wohl. Die leicht erhöhte Kante zum Stand ist nicht erkennbar. Claudia bricht sich den Arm, hat Schmerzen, kann fast 5 Monate nicht arbeiten. Denn zum Nähen braucht sie beide Hände und Arme. Es fällt alles schwer. Kleinste Dinge funktionieren erstmal gar nicht. Also das fängt morgens schon an. Duschen geht ja auch erstmal nicht. Da musste mein Mann mir helfen. Also Kochen zum Beispiel, das fiel auch schwer. Also das ging halt gar nicht, weil man braucht immer irgendwie beide Hände. 2.500 Euro Schmerzensgeld will die tapfere Schneiderin vom Bundestag, mehr nicht. Wenn 4 Menschen an einem Tag an derselben Stelle stolpern, kann doch nur ein Fehlverhalten vorliegen, denkt sie sich. Doch der Bundestag will nicht zahlen. Die Reaktion praktisch ist so, dass sie sich nicht schuldig fühlen und dass sie also praktisch auch nichts zahlen wollen. Es kommt zur Gerichtsverhandlung in Hannover. Claudia Springer hofft, dass der Bundestag einlenkt und ihr vielleicht einen Vergleich anbietet. Doch es kommt anders vor dem Richter. Es war ja sowieso erstmal schon mal so, dass die Gegenseite mit 3 Anwälten angereist kam. Und ich meine, es ging ja wirklich nur um 2.500 Euro. Es ist ja wirklich eigentlich nur was ganz Kleines. Auch Claudias Anwalt ist irritiert. 3 Juristen reisen aus dem Deutschen Bundestag in Berlin zur Gerichtsverhandlung nach Hannover an. Wegen 2.500 Euro Schmerzensgeld? Es ist richtig, wir hatten 3 Justiziarinnen auf der Gegenseite, die den Bundestag in dem Termin vertreten haben. Das ist schon eine ungewöhnliche Situation, denn normalerweise hat man auf der Gegenseite den Anwalt als den Juristen und eben vielleicht noch die Gegenseite in Naturalpartei, also der Mandant. Das war schon ungewöhnlich, das war schon ein merkwürdiges Auftreten auch des Bundestags. Wir fragen nach beim Bundestag. Schriftlich antwortet man uns auf die Frage, warum denn 3 Bundestagsjuristen nach Hannover entsandt wurden. Mit dem Fall ist gar kein Anwalt betraut worden. Der Deutsche Bundestag wurde vielmehr von einer Mitarbeiterin des Justiziariats der Bundestagsverwaltung vertreten. Begleitet wurde sie von 2 Mitarbeiterinnen des für den Messestand zuständigen Referats des Deutschen Bundestages, die Auskünfte zum Sachverhalt hätten geben können. Keine 3 Juristen, aber 3 Mitarbeiter vom Bundestag, ganz schön viele. Und sie erkennen hier offenbar keine Stolperfalle. Claudia Springer lässt das ratlos zurück. Sie will doch nur eine kleine Entschädigung für ihre Schmerzen. Also ich würde mir wünschen, dass die gegnerische Seite zugibt, dass sie vielleicht was falsch gemacht haben und dass sie auch vielleicht ein bisschen Schmerzensgeld bekomme. Am 12. April will der Richter das Urteil verkünden. Ob dann wohl wieder 3 Bundestagsmitarbeiter extra nach Hannover fahren? Da wäre ein Schmerzensgeld für die Schneiderin wahrscheinlich billiger, auf jeden Fall aber gerechter. Vielleicht ist es schon Trend Nummer 1, Teilchen mit heißen Einsätzen aus Netzstoff. Oh mein Gott. Oh. Wow. Sexy. Elegant, schick.